Yo, Peace Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wir sind gerade hier auf den Feldern bei mir im Ort. Da unten geht schon die Sonne unter. Romantisch. Ja, heute geht's mal nochmal im Detail um mein Bike, um die Aprilia SX 125 aus Baujahr 2021. Und so habe ich gedacht, ich mache mir jetzt mal so ein Video nach, ich bin jetzt die knapp 8000 Kilometer gefahren, also noch nicht ganz. Und ich will euch jetzt einfach mal so ein Feedback geben, was gut ist an der Maschine, was schlecht ist an der Maschine und was ich mir einfach noch wünsche, was man besser machen könnte, vielleicht jetzt im nächsten Baujahr, obwohl das nächste Baujahr ist ja glaube ich schon raus und ich glaube, da gibt es fast keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob da irgendeinen Unterschied gibt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, das würde ich auch mal gerne wissen. Ich weiß nur, dass die einige Unterschiede hat zu der alten, also zu der Baujahr 2020 und älter. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auf jeden Fall gleich direkt an. Wir schwingen uns aufs Bike und dann genießen wir noch den schönen Sonnenuntergang zusammen. Und ich erzähle euch ein bisschen was, beziehungsweise sage euch ein bisschen was zu dem Bike. Viel Spaß! So, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit den Sachen, was mir gut gefällt an der Maschine. Was mir gut gefällt, wegen dem habe ich gedacht, ich bleibe mal kurz stehen, ist der Auspuff. Wir haben zwar, es ist eine Euro 5 Maschine, aber der Auspuff von dem 2021 und älter jetzt sind wirklich doppelt so gut wie die von 2020 und älter. Auch wenn die älteren Euro 4 haben, aber der Auspuff ist wirklich, wirklich, könnt ihr mir glauben, wirklich besser als der von der alten. Das ist auf jeden Fall, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Ich bin zufrieden mit dem Sound, klar, kann es lauter sein. Könnt auch mal das andere Video abchecken, wo ich Luftfilterkappe rausgemacht habe. Ist der Sound natürlich nochmal krasser und für den 125er, ja, ist der Sound trotzdem okay, im Gegensatz zu anderen Bikes. Ich kann es halt nicht arg vergleichen. Ich kenne ein paar Leute, die andere 125er haben. Zum Beispiel die Duke ist leiser als die ältere Aprilia. Bei der Beta weiß ich nicht, ich glaube Beta hat einfach nur einen anderen Soundklang, das kann ich aber nicht genau einschätzen. Aber ja, machen wir auf jeden Fall weiter. Mit was mir noch gut gefällt, ist allgemein das Design und die Optik. Was mir eigentlich so der größte Punkt war, warum ich mir das Motorrad zugelegt habe. Ich kann es euch ja nochmal so von allen Richtungen zeigen. Keine Ahnung, ich fand es einfach die Farbenkombination und so viel besser als jetzt zum Beispiel die Beta oder so. Weil ich wollte auf jeden Fall eine Supermoto, wegen dem ich war so zwischen Beta und der Aprilia. Aber habe es dann doch wegen dem Design und allgemein einfach irgendwie mich für die entschieden. Wo ich auch eigentlich froh damit bin, aber es natürlich auch andere Dinge gibt, weil die bei der Beta zum Beispiel besser sind. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Was mir auf jeden Fall an der Maschine auch noch gut aufgefallen ist, beziehungsweise was mir sehr gefällt, ist allgemein das Fahrwerk und die Fahrtechnik. Also es wirkt sich wirklich super, super leicht. Auch in den Kurven ist sie wirklich nice, also kann sich auch wirklich richtig gut reinlegen. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich habe keinen Vergleich zu anderen Motorrädern, aber so ist mir es aufgefallen, dass das Fahrwerk auf jeden Fall sehr, aber es ist auch wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr weich eingestellt. Aber ich habe da auch nie was verändert oder so. Aber allgemein sonst, das Handling und so ist wirklich super weich. Es lenkt sich auch super gut. So, was ich vergessen habe noch anzusprechen, ist die Sitzposition. Du sitzt auf dem Motorrad wirklich sehr aufrecht und es ist wirklich bequem auch für deinen Rücken. Allgemein, ich bin 1,93 groß, also schon relativ groß und dafür ist es wirklich nice. Also auf einer Duke oder so habe ich schon nach 10 Minuten, wo ich einmal drauf gesessen bin, gefühlt schon übelste Rückenschmerzen bekommen. Und also für Große ist wirklich auch die Aprilia sehr empfehlenswert. Die Beta ist, glaube ich, auch von der Sitzposition niedriger. Und die Aprilia ist, glaube ich, eine der höchsten oder ist sogar die höchste unter 25er von der Sitzhöhe. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist die Sitzbank. Die Sitzbank ist sehr weich, was sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber auch keinen Nachteil hat. Also ich bin auch schon über hunderte Kilometer gefahren am Stück mit der und ich hatte eigentlich nie wirklich, also ja gut, nach 100 Kilometer hast du schon ein bisschen Arschweh und so, aber ich glaube, das ist bei jeder Maschine so, wie gesagt, kann ich nicht einschätzen. Aber ja, das ist mir eigentlich auch relativ positiv aufgefallen. So, jetzt kommen wir einfach mal zu den Punkten, wo ich sage, könnte man verbessern, beziehungsweise gefällt mir nicht an dem Motorrad. Ja, da ist der erste Punkt auf jeden Fall, was mich wirklich richtig nervt, ist wirklich das Verhältnis von ungefähr 70 auf 100. Von 70 auf 100 braucht die Maschine so lange, da sind die 125er gefühlt alle im Voraus. Was wirklich so ist. Ich bin mit einer YZFR gefahren, die hat mich komplett abgezogen. Ich konnte nicht mithalten. Eine Beta ist hinten raus auch viel schneller. Eine Duke ist viel schneller. Wo ich sagen muss, von 70 bis 100 ist sie wirklich einer der langsamsten, glaube ich, 125er. Aber was jetzt wiederum gut ist, von 0 auf 50 ist sie, glaube ich, in der Beschleunigung, also unten raus, ein bisschen schneller und zackiger unterwegs.
So wie ich es gesagt habe, stimmt es nicht ganz. Also die Maschine geht von 70 auf 100 auf gerader Strecke schon relativ schnell. Aber wenn es dann mal ein bisschen berghoch geht, dann bin ich wirklich der Langsamste jedes Mal. Also ich bin, wie gesagt, mit einem Kumpel schon mit einem YZFR mitgefahren und der hat mich bei einer Steige hoch komplett abgezogen. Also da konnte ich wirklich nicht mithalten. Da schaffe ich höchstens 80, wenn es keine Ahnung wie viel Prozent da eine Steigung hat. Auf jeden Fall ist es wirklich richtig, richtig belastend. Topspeed wollte ich auch noch was sagen, das habe ich auch komplett vergessen, also ich habe gefühlt in dem Video fast alles vergessen. Auf jeden Fall, Topspeed ist auch, also die braucht wirklich ziemlich lange und eine lange, lange Strecke oder dass es bergab geht, um auf seine 125 ungefähr zu kommen. Also ich glaube 125 ist das Maximal, dass ich auch auf gerader Strecke gefahren bin auf der Autobahn. So, das war jetzt noch das Einzige, was ich sagen wollte und jetzt geht's weiter mit dem Video. Was mir standardmäßig an dem Motorrad auch nicht ist, gefällt, sind die Blinker. Ich habe zwar jetzt andere Blinker dran, aber die Standardblinker sind so hässlich. Ich verstehe das nicht, wieso man 2021 nicht einfach irgendwelche LED-Blinker anbaut. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht für die, weil ich glaube, andere 125er haben jetzt inzwischen auch schon LEDs. Wegen dem, keine Ahnung warum. Die sehen so scheiße aus, die sind fett, sind unpraktisch und ich verstehe es einfach nicht, wieso man nicht einfach LED-Blinker anmontiert. Klar, gut, es wäre vielleicht ein bisschen teurer, aber ich meine, auf die 100 Euro oder so kommt es dann jetzt auch nicht mehr drauf an. Weil die musst du dir dann nämlich auch neu kaufen und das ist wahrscheinlich dann teurer. Wegen dem, die nächsten bitte mit LED-Blinkern. Was ich mir auch noch wünschen würde, was jetzt nicht so ein unbedingt schlechter Punkt ist, ist zum Beispiel eine Drehzahlanzeige am Monitor. Weil der Monitor hier ist wirklich sehr, 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 sehr schlicht gehalten. Wir haben die Uhrzeit, die komplett falsch ist, keine Ahnung, wie man die einstellt. Wir haben kmh-Anzeige, dann haben wir halt die normalen Kilometer-Anzeigen, aber sonst haben wir halt einfach gar nichts. Gut, doch, wir haben noch die Temperatur, so vom Motor, aber viel, also ich glaube, einige 125er haben ein Drehzahlmesser. Was ich noch, das Einzige, was ich mir wirklich noch wünschen würde, wäre wirklich ein Drehzahlmesser, was mir zum Beispiel beim Einfahren sehr geholfen hätte. Sonst brauche ich das nicht. Eine Ganganzeige braucht man auch nicht unbedingt. Nur so ein Drehzahlmesser war ja am Anfang, glaube ich, echt nice gewesen und ist eigentlich auch was man einbauen kann. Ich meine, hier hat es ja vorne noch genug Platz für ein paar Extras. Was noch am Display ist, was ich leider vergessen habe in dem Video zu sagen, ist die Tankanzeige, was mir gar nicht gut gefällt. Also die Tankanzeige ist so ein kleines Lämpchen, wie so ein Tanksymbol, leuchtet dann am Display, beziehungsweise links neben, wo die ganzen ABS-Dinger und so sind. Und dann steht da einfach nur noch diese Lampe, also das leuchtet nur noch und dann kommt so eine Anzeige mit Trip und dann zählt es so gesagt hoch, wie viel Kilometer du noch fährst, aber es zählt nicht runter, wie viel Kilometer du noch fahren kannst. Das heißt, du musst eigentlich erstmal selber austesten, wie weit du auf Reserve kommst. Ich kann es euch sagen, ihr kommt ungefähr 30 Kilometer und danach ist Schicht im Schacht. Und bei mir war es das erste Mal, wo ich es nicht wusste, so und dann, ja, war es natürlich blöd. Dann bin ich nämlich irgendwann stehen geblieben und dann war ich ein bisschen am Arsch. Also, da müsst ihr auf jeden Fall echt aufpassen und das ist auch wirklich was man besser machen kann. Also diese Tankanzeige ist wirklich für den Arsch. So, was ich vorher vergessen habe zu sagen, was mir auch noch gut gefällt, ist der Tankinhalt. Und zwar haben wir hier nämlich 7,5 Liter Tankinhalt und in der alten Aprilia haben wir, glaube ich, nur 5 oder irgendwas. Und gut, für eine Supermoto ist 7,5 auch für eine 120er gar nicht so wenig. Ich glaube, die Beta hat auch nur irgendwas mit 6. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall auch weniger. Was mir auch gefällt, es macht schon einen Unterschied, ob du jede 100 Kilometer oder jede 200 Kilometer tanken gehen musst. Gefällt mir schon ganz gut, aber ich denke, man würde auch easy mit ein bisschen weniger klarkommen. So, ich denke, das war es dann aber eigentlich auch schon mit den ganzen Punkten. Sonst, wenn ich jetzt irgendwas nicht gesagt habe und was vergessen habe, dann tut es mir leid. Aber das sind jetzt so meine Punkte, die mir jetzt so besonders ins Auge gefallen sind. Das ist schon ein geiles Bike. All in all, ich bin super zufrieden. Also ist auch eine klare Kaufempfehlung von mir. Für Anfänger auch super geeignet, aber auch für Fortgeschrittene vielleicht, die trotzdem schon älter sind und trotzdem sich eine 125 kaufen wollen und Fahrspaß haben wollen, ist das Motorrad auf jeden Fall super. So, hier hasse ich es immer, weil du siehst hier in den Kurven gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und die kommen immer runtergebrettert wie so Behinderte. Naja, das war's jetzt mit dem Video. Lasst gerne ein Like und... ich sehe nichts, ich hasse es. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke. Und ja, ich würde sagen, Alter, hier ist schon wieder so viel los. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier mit den schönen Kühen hier. Oh, feini. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein und ciao.